Magnificenz, Honorabilis, Spectabiles, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Dr. Brandstetter, egregio Signore Costa, Vicepresidente, mi fa piacere averle tra di noi stasera. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, verehrte Studierende, ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, vor so vollem Haus meine Antrittsvorlesung zu halten. Ich bin sehr froh auch, dass ich so wohlwollend hier eingeführt worden bin und habe vielen natürlich zu danken, einerseits und zuvorderst natürlich der Stiftung Südtiroler Sparkasse, die überhaupt ermöglicht hat, dass ich hier bin, dass es diese Stelle überhaupt gibt. Freilich auch die Universität, das Rektorat, das Dekanat der Philosophisch-Historischen Fakultät, den Forschungsschwerpunkt kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte, auch natürlich das Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, an dem ich verortet bin, für die Ermöglichung eben auch dieser Veranstaltung. Und ich finde das sehr schön, dass es uns gelungen ist, sozusagen im ersten Semester meiner Anwesenheit in Innsbruck diesen Abend noch zu organisieren. Die Organisation heute wurde möglich durch ganz, ganz viele Helfer und Helferinnen, die sehr, sehr viele Strapazen auf sich nehmen mussten, weil ich vieles unterschätzt hatte, was im Vorlauf zu so einer Veranstaltung zu bedenken ist. Und deswegen habe ich denen natürlich ganz besonders zu danken, zuvorderst meiner Studienassistentin Frau Nadja Neuner, aber auch Frau Hochhauser, Eva-Maria Hochhauser, die auch sehr viel getan hat, sowie unserer Institutsreferentin Judith Walder und Carina Osel, der Institutssekretärin, aber viele, viele, viele andere. Und ich höre jetzt auf, denn sonst kommen wir nicht zum Thema, aber ich habe jetzt ganz viele Leute vergessen und das bitte ich auf jeden Fall mir nachzusehen. Immer und unbedingt, das muss ich zuletzt aber sagen, weil sie irgendwie so ein bisschen das Fundament meiner Motivation und Arbeiten darstellt, habe ich meiner Frau und Kollegin zu danken, Diana Reiners, die aber heute leider nicht hier sein kann. Ich werde sie heute einladen, sozusagen in den Mittelmeerraum zu fahren, zu reisen, sozusagen Lampedusa zu besuchen, jenseits des Alarmismus. Und ich werde über die Notwendigkeit eingreifender Wissenschaft sprechen. Der Plan ist also erstens Lampedusa und das europäische Grenzregime ein bisschen anzuschauen, was das mit Ökonomie zu tun hat. Zweitens das Spannungsfeld ein bisschen aufmachen, Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit. Und drittens, wie gesagt, über die Notwendigkeit eingreifender Wissenschaft sprechen. Und wenn wir zum ersten Punkt kommen, Lampedusa, wenn wir an Lampedusa denken, dann stellen sich Bilder ein, und zwar in der Regel nicht Bilder wie die, die wir heute hier in Hülle und Fülle um uns herum haben, die auch aus dem Mittelmeerraum sind, sondern eher Bilder dieses Typs, überfüllte Boote unterschiedlicher Art, Schlauchboote, alte Fischerboote, voll besetzt mit Flüchtlingen, die auf dem Weg sich nach Europa befinden. Manchmal auch Bilder, die uns natürlich über die Medien zu uns getragen werden. Manchmal auch Bilder, die die Tragik und dieser Überfahrten tatsächlich sehr deutlich bebildern. Diese Bilder sind, das sage ich Ihnen ehrlicherweise, gar nicht alle aus Lampedusa. Eines, ich habe das mit voller Absicht gemacht, kommt sogar von einem ganz anderen Kontinent, nämlich aus Australien. Ich habe das deswegen gemacht, weil es uns schon zeigt, dass die Bilder, die wir zu sehen bekommen über Lampedusa, dass wir denen nicht unbedingt trauen können. Dieses Bild kommt aus Lampedusa, das ist von diesem Oktober, das kennen Sie, das sind einige oder ein paar, muss man sagen, ein paar der Särge, die am 3. Oktober sozusagen in Lampedusa am Flughafen in einer Lagerhalle aufgereiht wurden, weil es auf dieser Insel sonst keinen Platz gibt, so viele Tote umzubringen. Das ist das letzte große Ereignis vom 3. Oktober 2013 mit 400 Toten, das zu uns getragen worden ist.
Und das hier sind auch Bilder aus Lampedusa. Das sind die Bilder, die die Lampedusani, die Einwohner Lampedusas, lieber nach außen tragen. Ja, ein Felsen von karger Schönheit, immer sonnenverwöhnt und mit einem absolut spektakulären Meerblick rundum und mit Tourismus im Sommer, Badetourismus und Menschen, die die afrikanische Sonne genießen wollen. Ich lasse jetzt für eine Weile dieses Bild stehen, im Anflug auf Lampedusa, ein sehr schönes Luftbild, auch als Sinnbild dafür, so einen Schritt zurückzutreten und auch als Sinnbild für das Oszillieren zwischen Nähe und Distanz, zwischen Empathie und Analyse, das die ethnografische Arbeit erfordert. Denn Lampedusa ist schon lange zu einem Etikett geworden. Das, was in Lampedusa fotografiert werden kann, entspricht nämlich eben nicht den Erwartungen, beziehungsweise es widerspricht ihnen zum Teil sogar. Die Fotos, die wir also sehen aus Lampedusa, von Flüchtlingsbooten stehen, aber für Lampedusa oder eher umgekehrt, Lampedusa steht eben für das, was an unseren Außengrenzen passiert. Dabei gerät eben umgehend und nachhaltig in Vergessenheit, dass diese Situation eine erzeugte Situation ist. Und zwar liegt das daran, dass tatsächlich Ende der 80er Jahre erstmals Bootslandungen in Lampedusa stattgefunden haben, zuerst sehr sporadisch, sehr spontan, mit wenigen Menschen an Bord, und es gab damals keinerlei Infrastruktur, damit umzugehen. Und was passierte, ist das, was wahrscheinlich auf jeder Insel passieren würde, nämlich das, dass sich die Bevölkerung solidarisch gezeigt hat, dass die Bevölkerung diesen Menschen geholfen hat, sie mit nach Hause zu sich genommen hat, ihnen zu essen gegeben hat, ihnen trockene Kleider gegeben hat und sie dann am Tag danach sozusagen zu den Carabinieri gebracht hat, zu der lokalen Gendarmerie-Station, weil es sonst nichts gab. Jetzt nimmt in den 90er Jahren dieses Phänomen der Bootsmigration langsam zu, und davon ist selbstverständlich bei weitem nicht nur Lampedusa betroffen, aber wenn wir jetzt einfach mal in Italien bleiben, dann gibt es doch auch noch andere Inseln, Pantelleria zum Beispiel, Linosa, aber auch Sizilien selbst, das da angelaufen worden ist, und es kommt eben in den 90er Jahren der Staat auf den Plan mit einem Kontrollbedürfnis, mit einem Bedürfnis sozusagen die eigene Außengrenze zu kontrollieren, was an der Außengrenze eben passiert, und entscheidet sich sozusagen dafür, in Lampedusa diese Flüchtlingsinfrastruktur sozusagen erstmal aufzubauen. Ja? Das resultierte vor allem darin, also einerseits war das Ergebnis, dass es ein Flüchtlingslager dann, dass ein Flüchtlingslager etabliert wurde, aber vor allem eben, dass diverse Verbände der Küstenwache, der Finanzpolizei und so weiter in Lampedusa stationiert wurden, die nunmehr diesen Booten entgegenfuhren. Ja, das heißt, die machten sich aktiv auf die Suche nach Booten, die dann aus Seenot sozusagen gerettet wurden, und das Argument war primär ein humanitäres. Also das Argument war ein humanitäres. Was aber passierte, war natürlich, dass man Kontrolle bekam und vor allem, dass man die Bilder bekam, die wir heute kennen. Ja, denn wenn an jedem Dorf, das an dieser Südgrenze liegt, manchmal ein Boot ankommt, dann kann man damit überhaupt nicht diese Massenimmigration bebildern, die uns heute sozusagen medial vermittelt wird und die wir irgendwie schon so verinnerlicht haben, dass wir eben an Lampedusa gar nicht anders denken mehr als in solchen Kategorien. Wichtig ist, wenn wir nochmal zurückdenken an das, was jetzt im Oktober passiert ist, dass, wenn über Lampedusa gesprochen wird, immer ein Krisendiskurs gleichzeitig geführt wird. Und der sehr gute Journalist Fabrizio Gatti, den Sie vielleicht kennen aus Italien, aus Mailand, hat darauf hingewiesen, dass neben diesem mediatisierten Fall ein paar Tage später noch ein Boot untergegangen ist mit mehreren Dutzend Toten. Und das zeigt uns, dass es hier um eine Ökonomie der Aufmerksamkeit geht. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass die europäischen Politiken weitgehend gesteuert sind über diese medialen Konjunkturen und auch medialen Flauten. Ja? Denn es ist nicht so, dass im Moment keine Boote in Lampedusa ankommen, oder es ist auch nicht so, dass im Moment keine Menschen ertrinken auf dem Weg nach Europa. Aber zurzeit ist gerade wieder so ein bisschen Flaute. Auch 10 Tage... Ich glaube, es war sogar etwas weniger als 10 Tage, eine gute Woche, bevor dieses Boot in Lampedusa untergegangen ist, wo wir jetzt die Särge gesehen haben, verweigerte Malta während 3 Tagen einem Flüchtlingsboot die Einfahrt in den Hafen.
weil die Menschen, die an Bord waren, eben das Boot befand sich nicht in Seenot. Wenn wir jetzt natürlich dann davon sprechen, dass oder so tun in Europa, als wären wir schockiert und wäre das für uns neu, dass da Menschen umkommen, dann zeugt das doch von einer gewissen Scheinheiligkeit. Die politische Lösung, die jetzt seit Oktober europaweit angestrengt wird, sieht, Sie wissen es, eine Verstärkung des Grenzschutzes vor, und zwar zum Schutz der Flüchtlinge, wie es heißt. Einerseits werden die Missionen von Frontex verstärkt. Frontex ist mithin die einzige EU-Organisation, die 2011, also im Krisenjahr 2011, als es noch um die Wirtschaftskrise ging, innerhalb eines laufenden Budgetjahres das Budget verdoppelt bekam. Es zeigt uns schon, wie ernst es Europa mit dieser Militarisierung der Außengrenze nimmt. Und was jetzt natürlich forciert wird und auch seit 1. Jänner in Kraft ist, das neue Überwachungssystem Eurosur oder Eurosur. Und da möchte ich Ihnen eine Karte zeigen der EU-Kommission. Eurosur, ich weiß nicht, wie es auf Englisch gesagt werden muss, will help detect and fight criminal networks' activities and will be a crucial tool for saving migrants who put their lives at risk trying to reach EU shores. Was hier zusammen verhandelt wird, ist ganz interessant, nämlich Flüchtlingssicherheit im Gegensatz zur Grenzsicherheit. Ja? Klar ist, es geht hier um eine militärische Lösung. Es wird auch gesprochen von Schleppernetzwerken, von Kriminalität, also dieser Sicherheitsdiskurs ist sehr stark spürbar. Und das bedeutet in der Praxis natürlich für die Menschen, die ankommen, die aus Kriegsgebieten flüchten, die zum Teil schwer traumatisiert sind, dass ihr erster Kontakt mit dem demokratischen Europa der Kontakt ist mit den europäischen Polizeien, ja, oder mit dem europäischen Militär. Betreuung, Sozialassistenz, psychologische Assistenz gibt es nicht oder kaum. Und vor allem gibt es sehr wenig Informationen. Die Behörden, die italienischen, aber auch die maltesischen, die griechischen, geraten immer wieder in Kritik, weil versäumt wurden die Migranten und Migrantinnen über ihr Recht aufzuklären, eben Asyl zu beantragen. Und was mich in Lampedusa immer wieder sehr schockiert, ist, dass es überhaupt keine, und ich meine überhaupt keine Fremdsprachenkenntnisse gibt, um sozusagen diesen Migranten zu begegnen. Jetzt haben wir Anfang Jänner die mediale Bestätigung in der Zeit im Bild gehört. Ich glaube, es war am 2., 3. oder 4. Jänner, dass die Nachricht kam, es seien 1000 Menschen jetzt schon südlich von Italien in den ersten zwei Jännertagen gerettet worden. Und der ORF feierte die rettende Effizienz der neuen Eurosur-Maßnahmen. Aber wir können natürlich umgekehrt auch die Frage stellen, wenn wir jetzt 1000 Menschen in zwei Tagen retten, wie viele haben wir denn sozusagen in den letzten Jahren da untergehen lassen? Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Das, was wir jetzt bisher gehört haben, kann aus ethnologischer Sicht zwar als Ausdruck der vielfältigen Regierungspraktiken an und um Europas Außengrenzen gelesen werden, hat mit Lampedusa direkt aber sehr wenig zu tun. Denn die ethnografische Erforschung eben dieser Insel bringt Erstaunliches zutage. So zitiert etwa Stefano Liberti 2008 einen einheimischen Restaurantbesitzer, der behauptet, Lampedusa sei die einzige Gemeinde Italiens, in der es keine Ausländer gibt. In meiner mehrjährigen Forschung in Lampedusa lernte ich sehr, sehr viele Menschen kennen. Ich lernte die spezifischen Mechanismen der Insel verstehen. Ich lernte das Zusammenspiel der unterschiedlichen lokalen, nationalen und europäischen, aber vor allem eben diskursiven Ebenen kennen. Die Armut in Lampedusa zum Beispiel, dass 80% der Lampedusaner im Winter keine Arbeit haben, die Versorgungsengpässe, die Lebensmittel kommen mit der Fähre nach Sizilien, die oftmals wochenlang ausbleibt, dann wird das Trinkwasser knapp, denn das muss mit Flaschen importiert werden, weil es keine Quellen auf der Insel gibt. Die fehlende Infrastruktur, die völlig unzureichende medizinische Versorgung auch. Das sind Dinge, die ich in Lampedusa im Laufe der Zeit kennengelernt habe, aber es dauerte ganze 3 Jahre, bis ich das erste Mal mit einem Flüchtling sprechen konnte. Und glauben Sie mir, wir haben uns darum bemüht. Die Illegalisierung, tatsächlich, wieso? Ja, wieso gelingt es uns nicht, mit Migranten zu sprechen in Lampedusa oder Migrantinnen?
Die Illegalisierung und damit eben die Unsichtbarmachung der Migranten und Migrantinnen beginnt in dem Moment, wo sie in Europa ankommen. Das Flüchtlingslager liegt tatsächlich versteckt in der Mitte der Insel, in der einzigen Talsenke. Ohne Ortskenntnisse ist das definitiv nicht zu finden. Sie können jetzt da fast die Hälfte der Insel überblicken und ich sage es Ihnen, es ist sehr, sehr gut versteckt. Dann ist es so, dass die Migranten faktisch eingesperrt sind und dass sie relativ bald, das Gesetz sagt nach 72 Stunden, das ist meistens dann doch etwas länger, dass sie relativ bald weiter transportiert werden nach Sizilien oder aufs Festland, wo dann ihre Prozedur sozusagen anläuft. Erst seit dem arabischen Frühling sieht man in den Straßen Lampedusas Flüchtlinge und nicht etwa, weil der Ansturm diesmal so groß gewesen sei, dass die Insel wiederum überfordert gewesen sei, denn tatsächlich flüchtete nur ein Bruchteil der Menschen, die vor den Bomben aus Libyen wegliefen nach Europa. 53.000 2011 nach Lampedusa und ungefähr 800.000 ins auch ebenfalls instabile Tunesien, das ein Land ist, das zu dem Zeitpunkt keinen funktionierenden Staat hatte und trotzdem ging das. Nein, das Problem war ein anderes. Man sah die Migranten jetzt und die Migrantinnen, weil 2009 im Zuge des sogenannten Freundschaftsabkommens zwischen Italien und Libyen und der Lega Nord-Politik auch das Flüchtlingsaufnahmezentrum in Lampedusa kurzfristig geschlossen worden war. Ja, also in diesem Freundschaftsabkommen, um das sich Berlusconi persönlich bemühte mit Gaddafi, ging es um vieles, aber es ging unter anderem eben auch um diese Grenzpolitik und Libyen gestattete Italien sozusagen Grenzkontrollen in libyschen Gewässern durchzuführen, was natürlich das Ablegen der Boote stark einschränkte. Zugleich führte die libysche Polizei auch Razzien in den Hafenstädten durch, und zwar nach einem sehr, sehr einfachen und effizienten, übereffizienten eben Prinzip, nämlich wer dunkelhäutig war, wurde eingesperrt. Und jetzt ist es so, dass Libyen ein Land ist, in dem sehr viele Gastarbeiter arbeiten aus subsaharischen Ländern, die nicht einen Traum daran dachten, Libyen zu verlassen. Jetzt haben wir also diese Situation im Jänner, Februar, März, April auch noch 2011, wo den Einheimischen auch den Rettungskräften in Lampedusa nichts anderes übrig bleibt, als die vielen Ankommenden am Hafen und auf dem angrenzenden Fußballplatz unter freiem Himmel erst zu versorgen. Und auf einmal gibt es sie jetzt, diese Bilder der übervölkerten Insel, ja, wo fast so viele Flüchtlinge sind wie Einheimische, die eben durch die Flüchtlinge jetzt an den Rand ihrer Kapazitäten kommt. Wie gesagt, Wasser, Trinkwasser wurde tatsächlich knapp. Und wieder war ein neuer Krisendiskurs geschaffen. Und der Ausnahmezustand, der dann ausgerufen wurde, hatte für Lampedusa, wie alle Notstandsregime zuvor, viele negative, aber eben auch kurzfristig positive Folgen. Das erste war, dass der jahrelange Ruf der NGOs oder von NGOs gehört wurde, dass die Migranten unrechtmäßig monatelang auf der Insel, bis zu monatelang auf der Insel festgehalten wurden und das Lager eben gegen das Gesetz nicht verlassen durften. Das wurde jetzt gehört. Das zweite war, dass die anwesenden Journalisten oder anreisenden Journalisten und Journalistinnen und auch die Polizei außerhalb der Saison, in der Wintersaison, jetzt die Hotels belegten, was für die Ökonomie von großer Bedeutung war. Und das Dritte, das ist das Wichtigste, es war erstmals seit Jahren den Lampedusani möglich, mit den Migranten und Migrantinnen in Kontakt zu kommen, ja, und damit eben der Entfremdung von den Vorkommnissen auf ihrer Insel eben zu entgehen. Heute stimmt die Aussage dieses Restaurantbesitzers nur mehr zum Teil, also man kann die Migranten jetzt auch in den Straßen sehen, aber er behält schon recht, denn sie bleiben ja nicht in Lampedusa und sie bekommen auch keine Teilhabe, solange sie dort sind. Außer der Erkenntnis, dass der konstruierte Flüchtlingsstrom also offensichtlich mehr ein europäisches Schreckgespenst ist als Realität, ich bleibe noch mal kurz da, also das ist das Erste, es ist also ein Schreckgespenst und das hier ist eine Karte, die ich aus einer deutschen Online-Ausgabe eines Wochenmagazins hergenommen habe und sie steht für viele andere Karten, vor allem die Kartografie, die Frontex darstellt. Also wir haben hier sozusagen so wie einen Trichtereffekt, also ganz Afrika scheint auf dem Weg nach Europa zu sein. Und das sind Kartografien, die natürlich Angst machen oder Sorge bereiten und die Realitäten konstruieren, die es gar nicht gibt. Ja, das sieht jetzt so für mich aus, Zentralafrikanische Republik, die gerade ja auch dabei ist, wieder zusammenzubrechen. Aus der Zentralafrikanischen Republik zielstrebig, zack,
ins Wipptal. Ja? Klar kriegen wir Angst, wenn wir das sehen, aber es entspricht überhaupt nicht der ethnografischen Erfahrung. In allen Gesprächen mit diesen Menschen, die ich in Lampedusa und nach Lampedusa vor allem getroffen habe, kam das sehr deutlich hervor, dass diese Reisenden in aller seltensten Fällen solch eine Zielgerichtetheit haben. Meistens dauern diese Reisen jahrelang. Das Zweite ist, dass dieses Schreckgespenst auch dann dekonstruiert werden kann, wenn wir uns die blanken Zahlen vor Augen führen. 80%, das sind alles immer nur Schätzungen, der Menschen, die in Europa keine legalen Aufenthaltspapiere haben, sind sogenannte Visa-Overstayers. Das heißt, das sind Leute, die legal einreisen und die nach Ablauf ihres Visums eben das Land, den Kontinent, also die Europäische Union, den Schengener Raum eben nicht verlassen. Und in Lampedusa, das ändert sich, aber man kann sagen, es kommen so um die 30.000 Menschen im Jahr dort an. Und wenn man das jetzt im Verhältnis sieht zu den 505 Millionen EU-Bürgern, dann ist das doch eine Zahl, die zu relativieren ist. Wir kennen aber auch einen sehr komplexen, vielschichtigen Verschleierungsmechanismus. Eben, da ist Eurosur eben ein schönes Beispiel dafür, dieser Diskurs sicheres Festland, wir holen die Menschen sozusagen auf sicheren Boden, wir bringen sie weg von Lampedusa, das ja doch auch nur eine Insel ist, nach Sizilien, in ein Aufnahmezentrum in Sizilien gebracht. Das ist ein durch und durch positiv besetzter Diskurs. Die Flüchtlingszentren in Italien heißen Centri d'Accoglienza. Und Accoglienza heißt ja nicht nur Aufnahme, sondern es heißt eigentlich irgendwie, da konnotiert ja noch einiges anderes mit, also so wie Gastfreundschaft auch, oder? Also das ist gut, wenn ich ins Centro d'Accoglienza komme, das klingt doch gut, ja? Also, neu in Innsbruck sozusagen, Centro d'Accoglienza, das klingt erstmal nach einem Ort, an dem man trauen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass das. Wiederum eben innerhalb dieses Verschleierungsdiskurses die Internierung, die faktisch ja stattfindet, verschleiert. Und wieder möchte ich das Beispiel eines medialen Aufruhrs aus den letzten Wochen hernehmen. Das ist das Interessante, Lampedusa ist dermaßen mediatisiert, dass man nie weit zurückgreifen muss, wenn man Beispiele bringen will. Sie haben das gehört und gesehen. Es gab den Skandal, dass im Lager in Lampedusa Flüchtlinge nackt sich ausziehen mussten und mit dem Schlauch desinfiziert wurden. Da wurden jetzt menschenunwürdige Bedingungen auch breit medial sozusagen kritisiert. Und wiederum ist es der Moment, es ist wiederum eine Momentaufnahme, denn seit Jahren gibt es Mahnungen über desolate hygienische Zustände, Migranten, die im Freien schlafen müssen und so weiter. Aber es ist eben wiederum dieser umgekehrte Moment, an dem sich der Skandal entzündet. Ja? Nicht die desolaten Zustände über Jahre sind es, sondern eben diese industrielle Desinfektion, die diesen Internierungslagercharakter als totale Institution und eben die Entindividualisierung und die Entmenschlichung der Migranten und Migrantinnen sichtbar machen. Es ist also nicht das Versagen der Dispositive der Migrationskontrolle, sondern gerade ihr kafkaeskes Funktionieren, das vor Augen führt, was die Sicherheits- und Bedrohungspolitiken mit Menschen eben machen. Ethnografisch möchte ich Sie jetzt mitnehmen zu so einem Flüchtlingslager, beziehungsweise vor die Tore solch eines Flüchtlingslagers. Das ist eine Behausung, die ein paar Männer aus Afghanistan sich unter einer Autobahnbrücke gebaut haben. Denn als wir in die mittelsizilianische Stadt Caltanissetta kamen und dort das Flüchtlingslager aufgesucht haben, waren wir erstaunt zu sehen, wie viele Migranten dort vor diesen Toren einfach waren. Und wir fragten sie, was tut ihr hier? Warum seid ihr nicht drin? Oder warum seid ihr nicht woanders? Ja, warum, wenn ihr Papiere habt, braucht ihr nicht mehr hier zu bleiben. Wenn ihr keine habt, eigentlich auch nicht, also keine bekommen habt, ja, dann gibt es andere Orte. Und das waren Menschen, die nicht über Lampedusa gekommen waren, sondern anderweitig dort gelandet waren und die mussten sozusagen warten, um in das Lager hineinzukommen, wo dann sozusagen ihr Verfahren anlaufen konnte. Ich zeige diese Fotos, auch die folgenden, nicht, das ist ganz wichtig, aus Miserabilismus, um sie zu schockieren oder ihr Mitleid zu wecken, sondern eben als Zeugnis. Also wir können nie im Mitleid verhaften, sondern müssen uns natürlich verhaftet bleiben, sondern müssen natürlich immer uns um Verstehen bemühen. Die Menschen, die wir hier kennengelernt haben, waren die in all der Zeit, die es am schlechtesten hatten.
Also hier hatten Menschen offensichtliche Krankheiten von dem Leben da unter dieser Autobahnbrücke. Es waren auch die ersten, die ich getroffen habe, die tatsächlich regelrecht Hunger gelitten haben, denn diese Menschen gibt es nicht offiziell. Und es gibt für sie keine Möglichkeit, irgendeine Assistenz zu bekommen. Es gibt auch keine NGO und es gibt auch keine Kirchen. Oftmals tun die lokalen Kirchen irgendwie noch etwas für die Migranten. Das gibt es hier auch nicht sozusagen. Und das Relevante an der Situation dieser Menschen, die eben in diesem Dazwischen da sind, nicht aus dem Lager abgewiesen oder aus Italien abgewiesen und noch nicht drin aufgenommen. Dieses Dazwischen, dieses Niemandsland, ja, solange sie sich darin befinden, also zwischen den Staaten, nicht mehr Bürger sozusagen ihres Herkunftslandes oder eben dort verfolgt sind und eben auch noch nicht nach europäischem oder internationalem Recht anerkannt sind, solange sind sie in einem rechtsfreien Raum, in dem eben die Menschenrechte außer Kraft gesetzt sind. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, einige von ihnen werden in großer Zahl früher oder später in dieses Lager hinein dürfen und einige von ihnen bekommen auch diesen rettenden Status, entweder Asylstatus im besten Fall oder zumindest humanitäres Bleiberecht. Was passiert nun, wenn ihnen dieser Aufenthaltstitel zuerkannt ist? Die meisten landen in der Landwirtschaft, in Süditalien, auf den Orangenplantagen in der Zone um Rosarno herum. Und hier spielt sich tatsächlich das wahre Drama ab, denn hier haben wir es zu tun mit Formen neuer Sklaverei. Und das ist die andere Seite, das ist ganz wichtig, dass wir das eben nicht vergessen zusammenzudenken. Also die andere Seite der Medaille der Grenzen zu schützen heißt auch, dass wir eben die Menschen, die eben hereinkommen, weil diese Grenze ja nicht hermetisch ist, dass wir die auf einem Arbeitsmarkt wiederfinden. Und da fühlt man sich natürlich erinnert an die jahrhundertealte Praxis. Das ist das, was wir Europäer fast am besten können, nämlich sozusagen uns ein Dienstleistungsreservoir zu schaffen aus extrem prekarisierten Arbeitskräften sozusagen. Das Bild auch noch, genau. Warum? Die Frage ist natürlich, warum schaut hier niemand hin? Warum sehen wir das hier nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen? Es geht darum, dass der eklatante Zustand, den wir hier sehen, nämlich die Verhältnisse der dritten Welt mitten unter uns, 36 Kilometer über die letzte Staatsgrenze, die wir überwinden müssen aus Innsbrucker Perspektive, um dort zu sein, sozusagen, wo das stattfindet. Ja. Hier geht es um einen eklatanten Zustand, aber es ist eben kein katastrophales Ereignis. Hier sterben nicht 400 Menschen und das wird nicht als Krise mediatisiert. Ja. Es scheint ein unterschwelliges Einverständnis zu geben, dass die ungebetenen Flüchtlinge eben keine sozialen Rechte bekommen. Sie müssen die untersten Positionen einnehmen in unserer Arbeitswelt, weil sie sich eben im Geiste dieses neuen, ultraflexiblen Sozialdarwinismus selbst um ihr Auskommen zu kümmern haben. Und für den Staat sind Flüchtlinge nun mal, und das ist eine natürlich wichtige Unterscheidung, keine Bürger, sondern eben nur Geduldete. Nun hatte ja bereits der Soziologe Georg Simmel 1908 gesagt oder darauf hingewiesen, dass die Struktur einer Gesellschaft sich daran ablesen lasse, wie sie mit ihren Armen umgeht. Und wenn wir uns überlegen, was nach 1945 in Europa passiert ist, nämlich dass die Kämpfe um die soziale Frage zu einer weitreichenden sozialen Integration und Absicherung geführt hat, die an zwei Bedingungen gebunden war. Erstens Lohnarbeit und die damit verbundenen Ansprüche an das Sozialsystem. Ja, also wir haben dieses Prinzip der Mutualität sozusagen, wenn ich einzahle als Lohnarbeiter, dann bin ich auch abgesichert gegen die Risiken der Erwerbsarbeit bzw. Arbeitslosigkeit. Und das Zweite, also erstens Lohnarbeit und zweitens vorrangiger noch die Staatsbürgerschaft bzw. ein legaler Aufenthaltsstatus. Beide Bedingungen haben sich seit den 80ern stark verändert, so wie sozusagen die neoliberale Erosion gesicherter Arbeitsverhältnisse zu einer Ausbreitung von Prekarität am Rande des Arbeitsmarktes geführt hat, die nie überwunden, aber zumindest materiell gedämpften Klassengegensätze wieder zum Vorschein gebracht hat, sehen wir auch eben in der Frage der Staatsbürgerschaft diese ambivalente Rhetorik. Ja, einerseits haben wir im Inneren der Europäischen Union diese Freizügigkeit, die erweitert wird, und andererseits schotten sich die Mitgliedstaaten eben zunehmend nach außen ab.
Und genauso wie diese Zone der Prekären am Rande der Arbeitslosen, der Arbeitsgesellschaft besteht, denen eben die Teilhabe an existenzsichernder Arbeit versagt bleibt, wird auch in der Frage des Zugangs zu den Bürgerrechten eben so eine Zone geschaffen, in der sich eben die Illegalisierten genauso wiederfinden wie die aus humanitären Gründen geduldeten, nämlich beide Gruppen bleiben ohne Recht auf Arbeit und Existenzsicherung. Und tatsächlich sind die Migranten, die wir hier in diesen Slums sehen, sowohl Menschen ohne Papiere, sowohl Abgewiesene, sowohl solche, die noch im Verfahren sind, als auch anerkannte Flüchtlinge oder eben Geduldete. Die andere Seite sozusagen der Medaille, also der Grenzsicherheit, der Militarisierung der Außengrenze, sehen wir auch eben im Inneren. Auch hier geht es um Sicherheitspolitik, um eben angeblich die soziale Not zu bekämpfen. Denn tatsächlich errichtet das Militär die Zeltstadt und die Polizei kontrolliert auch diesen Slum. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, die Armen vor Hunger und Krankheit zu bewahren, sondern eben vor allem auch darum, den Arbeitsmarkt vor diesen unerwünschten Zuwanderern zu schützen, beziehungsweise eben die neue Reservearmee, die wir jetzt hier haben, dort einzusetzen und dort zu konzentrieren, wo sie eben gebraucht wird. Ja, denn wenn wir uns überlegen, dass die Militärtechnologie, mit der die Außengrenze überwacht wird, jetzt mit Drohnen und so weiter, die gleiche ist, mit der die Deutsche Post Pakete zustellen kann oder mit der die NATO gezielt als Terroristen bezeichnete Akteure in fremden Ländern ausschalten kann, dann ist es doch verwunderlich, dass wir 30.000 Menschen im Jahr übersehen. Sie haben die Bilder am Eingangs gesehen, also das sind durchaus Boote, die man eigentlich finden könnte. Vielleicht geht es aber auch eben um diese Reservearmee. Ich werde ein bisschen abkürzen, denke ich, und nur zu Rosano noch sagen, dass die Arbeitenden hier in dieser Zone eben keine Rechte einfordern können und damit auf Gedeih und Verderb der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgesetzt sind. Und wir müssen das Kind beim Namen nennen, es geht hier um die Sklaverei des 21. Jahrhunderts. Es gibt einen Unterschied zu früheren Formen der Sklaverei. Diese Menschen gehören sich selbst, sie besitzen sich selbst, aber sie haben nichts mehr zu verlieren. Und angesichts ihrer strukturellen Unsichtbarkeit, Machung brauchen sich eben die herrschenden Klassen im marxischen Sinne eben nicht, brauchen die nicht zu erzittern, denn auch wenn die neuen Sklaven genauso wie das Proletariat des kommunistischen, im kommunistischen Manifest nichts zu verlieren haben als ihre Ketten, eine Welt zu gewinnen, haben die sicher nicht. Es geht schon um die gesellschaftliche Vorstellung des unberechtigten Zutritts, so als wäre die Europäische Union ein Privatraum, ja? Obwohl Migration diskursiv abgelehnt wird, nutzen wir das ökonomisch aus, ja? Also wir bewerten in Fachkräfte, ja? Da geht es um den ökonomischen Nutzen, die Fachkräfte sind ja in Europa willkommen und andererseits diese unerwünschten Wirtschafts- oder Armutsflüchtlinge, die eben keinen Nutzen zu bringen scheinen. Ja? Und die Bilder, die ich durchaus auch schon gehört habe, also im Heimatland haben die ja noch weniger verdient, lassen sich auch ethnografisch so gar nicht belegen. Also es ist gar nicht so, dass 2 Cent für ein Kilo Orangen in afrikanischen Dimensionen, was das auch immer heißt, Afrika ist ein großer Kontinent, dass das ein gutes Geld wäre. Ja? Das ist nirgendwo in der Welt gutes Geld. Das gleiche abwertende postkoloniale Denken zieht sich natürlich durch die gesamte Ökonomie, auch nicht nur die Südfrüchte und die Agrarprodukte. Ja, wir wissen, in Tower sieht es nicht wesentlich besser aus. Aber auch Kleidung natürlich, das wird nicht in Europa produziert, aber es ist doch die Ausbeutung von Fremden, von Nichtbürgern aus unserer Perspektive. Ich habe jetzt schon viel über Migration gesprochen und über Flüchtlinge, das Grenzregime des Europäischen und seine Ambivalenzen. Und dass ich ausgerechnet in meiner Antrittsvorlesung den Fokus nicht so stark auf meine empirischen Ergebnisse, Forschungsergebnisse lege, nämlich auf die Menschen in Lampedusa, die Lampedusani, ihre Lebenslagen und Praktiken und auch die Geschichten der Zählungen der Migranten in Kalabrien und Lampedusa, ist eben ein Effekt, und zwar ein ganz gewichtiger, der Diskursivierung der europäischen Außengrenze und der gegenwärtigen aufgeregten Bilderpolitik. Und es ist eine Strategie, diesem Alarmismus, dem Terror der Notstandsdiskurse, wie ich finde, entgegenzutreten und einen anderen, sorgfältigeren Blick zu werfen. Und Sie können sich das vielleicht vorstellen, ich wurde in den letzten Monaten kaum nach dieser Perspektive gefragt, nicht nach
Kontinuitäten und Langzeitlichkeiten, nicht danach, wie es den Menschen geht, deren Leben von Wartenabhängigkeit und Isolation geprägt ist. Ja. Der zweite Punkt, Wissenschaft und Medien. Ich wurde also zunehmend kontaktiert seit Oktober von Journalistinnen, NGOs, Gewerkschaften und anderen, weil sie sich von mir eben Antworten erhofften auf viele offene Fragen. Denn die drängenden Fragen um die Außengrenze und der Umgang mit der Migration ganz allgemein in Europa kristallisieren sich eben an diesem Label, an diesem Etikett Lampedusa und die gesellschaftlichen Phantasmen und Projektionen ebenso. Und ich bekam sozusagen dieses gleiche Etikett letztendlich angeheftet. Ich befinde mich natürlich in intensivem Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Forschungsschwerpunkt und auch an unserem Institut. Und wir konnten das reflektieren, diese plötzliche Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung auch meiner Person sozusagen als Experten für dieses Thema und eben allem, was da noch dranhängt. Und da gab es ganz skurrile Anfragen durchaus auch. Und ich entschied mich dafür, mich diesen Fragen auszusetzen und ein Engagement für eine Korrektur der Vorstellungen über Lampedusa tatsächlich zu versuchen, auch wenn natürlich mir von vornherein bewusst war und ist, dass ich dazu nicht immer nur ethnologisch würde argumentieren können. Denn die mediale Kommunikation sozusagen über komplexe gesellschaftliche Prozesse stellt sich als schwierig dar, vor allem eben angesichts dieser Bilder, die sich seit Jahren gebetsmühlenartig wiederholen und die unsere Wahrnehmungsroutinen eben schon bestimmen. Und das ist natürlich das aufzubrechen ist eine Herausforderung, der sich weder sozusagen einzelne Wissenschaftler als auch einzelne aufgeklärte Journalisten stellen können. Wichtig ist mir, nicht in eine pauschalisierende Medienschelte zu verfallen, das ist ganz zentral, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das journalistische Feld genauso wie andere Felder auch, soziale Felder auch, bestimmten Regeln und Logiken unterworfen ist, die eben auf die Art und Weise zurückwirken, wie berichtet wird, ja, und auch was berichtet wird. Und auch dieses Feld ist natürlich von Ökonomisierung betroffen, ja, von der Unterwerfung unter die Regeln des Marktes. Und das ist natürlich der Kern des Problems, die Suche nach dem Scoop, der Kampf um die Aufmerksamkeit, der Primat der Einschaltquoten, aber auch die Konkurrenz innerhalb dieses Feldes und die extremen Gehalts- und Statusunterschiede. Ja, viele Journalisten und Journalistinnen und meistens nicht die schlechtesten schreiben buchstäblich um ihr Leben. Und diese Situation in diesem Feld hat dazu geführt, dass die Medien oft aus Zeitmangel eine aus disparaten Momentaufnahmen zusammengesetzte Repräsentation der Wirklichkeit eben präsentieren und zum Teil auch so wie in einem geschlossenen System zirkulieren, weil eben immer die gleichen Bilder sich reproduzieren und das wollte ich vorhin zeigen, eben sich unbemerkt auch ein australisches Bild sozusagen zwischen Afrika und Libyen und Sizilien einschleichen kann. Es gelingt damit natürlich oft nicht, die Ereignisse, über die berichtet wird, in den Kontext zu stellen, aus dem sie erwachsen, was wiederum dazu beiträgt, und das ist sehr zentral, dass Politiker und andere Entscheidungsträger und Trägerinnen durch diese Vorgehensweise ebenfalls darin bestärkt zu werden, sich auf kurzfristige Unternehmungen mit dem entsprechenden Ankündigungseffekt zu konzentrieren, wie Pierre Bourdieu das beschreibt. Und dieser Ankündigungseffekt Eurosur ist da ein ganz, ganz sprechendes Beispiel. Das Bild, das wir sozusagen medial vermittelt bekommen, spiegelt eine enthistorisierte und enthistorisierende, auch eine atomisierte und atomisierende Sichtweise. Und die strukturelle Aufmerksamkeit eben nur für das Spektakuläre führt zur Zeichnung einer Welt voller Notstände, denen man eben nur begegnen kann, auf die man eben immer nur reagieren kann. Ja, wir erscheinen als Bürger darin überhaupt nicht mehr handlungsfähig, allenfalls Profis wird dann noch handlungsfähig zugeschrieben. Und daraus resultiert ein sehr fatalistischer Rückzug, der wiederum den etablierten Mächten in die Hände spielt. Und gerade im Hinblick auf die europäische Außengrenze lässt sich deutlich nachvollziehen, dass wirkmächtige politische Entscheidungen weitgehend über Meinungen und Bilder getroffen werden und selten aufgrund einer umfassenden Sachkenntnis. Und natürlich leiden sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen, die sehr seriös sind, auch unter diesen Mechanismen und sie arbeiten sich ab an den Widersprüchen, genauso wie wir es auch tun. Aber natürlich werden sie schwerer sich Gehör verschaffen. Das sind nun natürlich Bedingungen, die uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Möglichkeit, über unsere Arbeit in Massenmedien zu sprechen, oft skeptisch
sehen lässt. Ja? Wir sind ja schon auch ein wenig verwöhnt und gerade hier in Innsbruck, wo es eben innerhalb dieses Forschungsschwerpunktes, den ich jetzt kennenlerne seit ein paar Monaten, diesen intensiven Austausch gibt, sozusagen, in dem eben die Teilnehmer sich durch den Austausch eine gemeinsame Sprache schaffen, ja, die eben zu jenen feldinhärenten Komplizenschaften und Argumentations- und Sprechkulturen führt, nach denen man sich eben wie selbstverständlich verstanden fühlt und auch verstanden wird. Ja, das ist natürlich Ergebnis eines kulturellen Prozesses und eines sozialen Prozesses. Dennoch sehe ich die Aufgabe der reflexiven Kulturwissenschaften darin, an diesem gesellschaftspolitisch höchst relevanten Punkt die uns zur Verfügung stehenden Mittel eben der Analyse zur Verfügung zu stellen, um eben dem Ideal des aufgeklärten Handelns, dem sich doch unsere Gesellschaft in Europa nach wie vor verpflichtet fühlt, ein Stück weit näher zu kommen. Und das kann passieren, sozusagen über die Beschreibung des Alltags, eben des Normalen, ja, zwischen Anführungszeichen in vielen Kontexten, in unterschiedlichen Kontexten. Wir können damit ein möglichst breites Gespür, noch vor dem Verständnis für die Komplexität und die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft schaffen, ja, und sensibilisieren für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ja, also, ja, für die Details der Lebenswelten von Menschen, die eben nur plakativ dargestellt werden. Die Migranten, die wir in diesen Booten sehen, bekommen nie ein Gesicht. Ja. Damit können wir den zerstörerischen Kräften die Grundlage entziehen, die sich die Verworrenheit unserer Welt, die Komplexität zunutze machen, um mit einfachen und schnellen Ankündigungsurteilen und Lösungen letztendlich sich selbst und uns alle betrügen. Das ist ein deutliches Plädoyer nicht für Weltfremdheit, sondern für Aufmerksamkeit und für Langsamkeit. Das ist natürlich nicht einfach, klar, je nach Medienformat quasi unmöglich, aber es lohnt sich die Bemühung, auch wenn wir den Preis zahlen, dass manche Darstellungen vielleicht verkürzt sind, besteht doch die Chance, in der Auseinandersetzung auch mit den Medien einen Perspektivwechsel zu beginnen oder an einem Perspektivwechsel mitzuarbeiten, der eben Kritik an den herrschenden Darstellungen übt. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt, zur Notwendigkeit eingreifender Wissenschaft. Damit ist was angesprochen, das ja auch im Titel schon des heutigen Vortrags genannt worden ist und was eben im Sinne Pierre Bourdieus verstanden werden kann, und eben auch im Sinne meiner verstorbenen Doktormutter Elisabeth Katschnick-Fasch aus Graz. Es gilt angesichts dieser Grenzpolitiken und Migrationspolitiken in Europa, vernünftige Gründe und Argumente und auch Beweisführungen entgegenzusetzen, und zwar dementsprechend das zu tun, was wir gelernt haben, nämlich wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Ja? Die Ideologie der Alternativlosigkeit und Unveränderlichkeit präsentiert sich bei genauerem Hinsehen nämlich als eine Kette von Autoritätseffekten. Ja, es geht sehr viel um militärisches Wissen, um rüstungsindustrielle Interessen, ganz klar. Ja, schauen Sie sich die Budgets an von Frontex und überlegen Sie sich, wer in der Lage ist, die Technologie zu liefern, die da gebraucht wird. Aber auch Autoritätseffekte von politischen Hauruck-Mentalitäten, wie es eben in der vorletzten italienischen Regierung, die sehr viel in Lampedusa, sozusagen das, was wir heute sehen, herbeigeführt hat, galt, oder auch eben einer so Laissez-faire-Ideologie, aber auch natürlich die mediale Konstruktion dieser aufgeregten öffentlichen Meinung. Das sind Autoritätseffekte. Und das ist die Aufgabe der Sozial- und der Geisteswissenschaften und auch die Fähigkeit. Wir können das. Wir können das nicht alleine, aber wir können es zusammen. Das ist das, was mich natürlich hoffen lässt. Es ist unsere Fähigkeit und unsere Aufgabe, diese Netzwerke zu dekonstruieren und eben aufzuzeigen, dass dem Zirkulieren von Gedanken unterschwellig eine Zirkulation von Macht zugrunde liegt. Dabei geht es eben darum, interdisziplinäre, so wie wir es ja hier schon tun, und auch internationale Forschungskollektive zu entwickeln, welches eben Forscher und Forscherinnen, aber darüber eben hinausgehend auch politisch Handelnde oder Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Aktivisten, Aktivistinnen, Bürgerinnen, aber eben auch Nichtbürgerinnen versammelt, die Menschen von unter der Autobahnbrücke. Und zwar im Sinne des Croisement des Savoirs, also des Croisement des Savoirs, der Kreuzung des Wissens, man müsste sagen les savoirs, das ist schön im Französischen, man kann Wissen ins Plural setzen, also der Wissen müsste man richtigerweise sagen, also der Kreuzung von Fachwissen, Praxiswissen, Erfahrungswissen und so weiter, können eben neue Ausdrucksformen gefunden werden. Dieses zusammengeführte Wissen
als Handwerkszeug zur Verteidigung gegen die symbolische Herrschaft des dauerhaft ausgerufenen Notstands zu verbreiten. Und es steht außer Frage, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich zu politischen Fragen äußern, damit noch lange nicht zu Politikern werden, Politikerinnen. Sie bringen vielmehr ihre fachliche Kompetenz und die mit ihrem Berufsethos verbundenen Werte der Wahrhaftigkeit und der Uneigennützigkeit in die Auseinandersetzung ein. Ja? Das ist ja auch das, was alle Wissenschaften verbindet, diese Reflexion, diese laufende und permanente Reflexion des eigenen Tuns. Dabei ist eben die Herausforderung, aber auch das Potenzial der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, eben Kritikfähigkeit und Reflexivität gerade in den Momenten, in denen sie in der Öffentlichkeit stehen, anzuwenden und zu schärfen. Denn tatsächlich, und das ist sicherlich einer der Hauptgründe für die Skepsis vieler Wissenschaftler, sich aktiv im öffentlichen Geschehen zu positionieren, tatsächlich ist die Liste des im Namen wissenschaftlicher Autorität begangenen Missbrauchs lang. Gerade die Geschichte meines Faches, in Österreich und in Deutschland im 20. Jahrhundert, der europäischen Ethnologie, die aus der Volkskunde entstanden ist, zeigt uns hier, wie schmal der Grat ist zwischen Forschung, Verführung, Naivität, Anbiederung und eben Täterschaft. Der kollektive Intellektuelle als Zusammenschluss sach- und fachkundiger spezifischer Intellektuelle im Foucault'schen Sinne kann sein Denken und Handeln eben selbst bestimmen. Er kann sich also seine Autonomie erhalten und die haben wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen uns ja über Jahrhunderte erkämpfen müssen, ja, die Autonomie von den Herrschenden. Am Rande und gar nicht so am Rande bemerkt die Abschaffung des Wissenschaftsministeriums durch die neue Bundesregierung und die Subsumierung seiner Aufgaben ins Wirtschaftsressort ist in diesem Sinne durch und durch natürlich besorgniserregend und wir sollten als Akademie die Rücknahme dieser Entscheidung selbstverständlich weiterhin fordern. Kurz gesagt geht es also darum, den fatalistischen, verkürzten Autoritätsargumenten die Autorität wissenschaftlicher Rigorosität entgegenzusetzen, nicht weniger und nicht mehr. Jetzt ist im Sinne postkolonialer Kritik spätestens an dieser Stelle die Frage zu stellen, ob diese Art des Eingreifens der Wissenschaft in gesellschaftliche Herrschafts- und Unterdrückungsprozesse nicht doch wieder ein Sprechen über und für die Unterdrückten ist, ja, dass wir wieder für die Illegalisierten sprechen, wohlmeinend zwar, aber doch wiederum den Akteuren und Akteurinnen die eigene Handlungsmacht eben wieder absprechend. Ich plädiere dafür, die Öffentlichkeit, die Wissenschaft erhalten kann, zu nutzen, um die Akteure, die im postkolonialen Diskurs ja die Subalternen genannt werden, darin zu unterstützen, ihre Stimme hörbar zu machen, autonom und emanzipiert und auch emanzipiert von uns und unseren Kanälen. Wir wissen, dass das leichter gesagt ist als getan. Wir befinden uns ja interdisziplinär da in intensiver Auseinandersetzung. Solange sie es aber nicht können, autonom und emanzipiert für sich sprechen, arbeiten wir daran, die Phänomene von Slums mitten in Europa oder den Hunger und den Kältetod am Rande europäischer Städte oder eben auch in diesen Slums offenzulegen. Mit den Betroffenen natürlich zu sprechen, das tun wir, und nicht über sie, und sie eben zu versuchen, aus ihrer eigenen Perspektive verstehen zu lassen. Unabhängig von der Frage, ob sich die Männer in Rosarno und in Lampedusa und in Kampanien und in Tower oder in den Hotels in Vorarlberg, in den Zimmern, die sie dort pflegen müssen, in ihrer erzwungenen Lebenslage zurechtfinden und unabhängig davon, ob nun 16.000 oder 20.000 oder 100.000 Menschen auf dem Grund des Mittelmeeres begraben liegen, das europäische Grenzregime ist tödlich. Und zwar im Namen der Demokratie, im Namen der Freiheit, im Namen der Freizügigkeit und im Namen des Friedens. Das sind alles hehre Werte, made in Europe, allesamt, hinter denen wir auch alle stehen und für die wir alle, wir sind uns dessen nicht jeden Tag bewusst, für die wir alle als Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union 2012 einen sehr wichtigen Preis bekommen haben, nämlich den Friedensnobelpreis. Wir werden von künftigen Generationen daran gemessen werden, ob wir aufgestanden sind gegen dieses Regime, das in Anlehnung an Jean Ziegler eben nicht nur tödlich ist, sondern auch mörderisch ist und für ein anderes soziales Europa der Teilhabe und der Möglichkeiten. Yalla!